Update bei der Mercedes E-Klasse mit Modelljahr 2017, die jetzt im Juni an den Start geht, gibt es für die schwächeren Motorisierungen eine überarbeitete Abgasanlage. Klingt jetzt sportlicher. Wir haben neue Zier- und Dekorleisten. Und das haptische Feedback hier bei den Touchpads im Lenkrad, das wurde überarbeitet, verbessert. Und was mir besonders gut gefällt, die Sprachbedienung, die wurde sehr stark jetzt nochmal überarbeitet und hat Zugriff auf Fahrzeugfunktionen. Ambientebeleuchtung gelb. Ambientes Licht gelb. Ambientebeleuchtung blau. Ambientes Licht blau. Beifahrersitz, Sitzheizung Stufe 2. Sitzheizung Beifahrer Stufe 2. Gebläse Maximum. Gebläse auf Maximum. Gebläse Minimum. Gebläse auf Minimum. Und das könnte ich jetzt hier noch ewig weitermachen. Da gibt es wirklich viele Funktionen und das habe ich so tatsächlich noch nicht bei einem Fahrzeug erlebt, dass vor allen Dingen auch die Sprachbedienung gleich richtig gut erkennt, was ich hier meine. Die Fenster kann ich leider noch nicht runter machen, aber es könnte in Zukunft kommen. Man denkt tatsächlich über eine Cloud-basierte Sprachfunktion nach. Damit lernt sie und man könnte auch noch Fahrzeugfunktionen von außerhalb steuern. Stichwort Alexa, wie das in den USA teilweise schon läuft. Was sich noch geändert hat, ich kann jetzt, wenn ich hier zum Beispiel das Internetradio laufen habe, über die Sprachsteuerung mir tatsächlich Musikrichtungen und Stile wünschen, beziehungsweise auch Radiosender aus verschiedenen Regionen direkt anwählen über Voice Control. Außerdem gibt es Änderungen bei Android Auto und Apple CarPlay. Und zwar was die Bedienung betrifft, so kann ich jetzt mit dem Touchfeld hier in dem Lenkrad auch auf die Benutzeroberfläche bei Apple CarPlay zugreifen, hier zwischen den einzelnen Apps wechseln und sie direkt anwählen. So haben wir uns das gewünscht. Außerdem, wenn ich jetzt Musik über Apple CarPlay abspiele, wie zum Beispiel über Spotify, dann kann ich auch das Navigationssystem von Mercedes bedienen und auch laufen lassen und nebenher wird auch meine Musik über Spotify abgespielt. Das ging vorher nicht, war einer unserer Kritikpunkte. Mercedes hat da nachgebessert, wie insgesamt doch wirklich viele Verbesserungen mit dem kleinen Facelift hier für die E-Klasse Einzug erhalten haben.